La 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 la. Entschuldigen Sie, kennen Sie vielleicht eine schöne Stelle im Wald? Ich möchte nämlich campen gehen. An Ihrer Stelle würde ich nicht in den Wald gehen. Dort soll nämlich ein Dämon hausen. Unsinn. Ich glaube nicht an Dämonen und Geister. Gibt es denn Beweise? Nun ja. Vor 10 Jahren hat mal ein Bauer namens Dustin Rea ein paar Highschool-Teenager entführt und in sein Haus im Wald gebracht. Er hat immer 2 Teenager mit in den Keller genommen. Einen hat er immer mit dem Gesicht zur Wand gestellt, damit dieser nicht sehen konnte, wie er mit dem anderen Mau Mau spielte und ihn danach umgebracht hat. Danach hat er den anderen umgebracht. Als man ihn später festnahm, behauptete er hätte im Auftrag eines Dämons gehandelt. Und Mau Mau war einfach sein Lieblingskartenspiel. Lol. Das mit dem Dämon hat er bestimmt nur erfunden, damit er in die Klapse kommt und nicht gehängt wird. Es ist mir egal, was vor 10 Jahren passiert ist. Ich gehe jetzt. Tschüss. Entschuldigung. Können Sie mir vielleicht sagen, wie spät es ist? Kommt, es gibt keinen Grund für Gewalt. Oh, Entschuldigung. Ich schwöre, das war nur ein Reflex. Verdammt. Warum passiert mir das nur immer? Egal, ich mache einfach das Beste daraus und klaue seine Klamotten. Wer weiß, vielleicht brauche ich sie ja irgendwann. Ja, hier ist es schön. Hier könnte ich mein Zelt aufschlagen. Hallo, Oblivion-Hater. Ich bin's, Jonas. Ich habe überlebt, und verzeih dir. Ah, ein Zombie. Nein, ich bin's wirklich. Stirb, Zombie. Gott sei Dank, er hätte bestimmt mein Gehirn gefressen. Wer zum Henker ist das? Du hast meinen Sohn ermordet. Dafür spalte ich deinen Schädel. WTF, das ist der Vater von Jonas. Hilfe, ich muss weg. Wenn er wüsste, was ich alles mit seinem Sohn gemacht habe. Bitte verschone mich. Ich wollte deinen Sohn nicht umbringen. Ich dachte, er wäre ein Zombie. Und warum hast du gedacht, er wäre ein Zombie? Hast du etwa schon mal versucht, ihn umzubringen? Wenn ich die Klamotten von dem Typ vorher anziehe, erkennt mich Jonas Vater vielleicht nicht mehr. Ein Wachmann. Gott sei Dank. Hören Sie zu, ein Psychopath verfolgt mich und will mich umbringen. Sie müssen etwas tun, schnell. Ganz ruhig. Ihnen kann nichts passieren. Ich bin doch schließlich ein Wachmann. Cool, eine Gratiskamera. Damit kann ich die letzten Minuten meines Lebens filmen. Ich möchte sagen, ich möchte sagen, dass ich meine Mutter und meinen Vater liebe. Auch wenn ich sie angeblich umgebracht haben soll. Ich werde hier draußen sterben. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Ich habe solche Angst. Er könnte jeden Moment auftauchen. Warum hilft mir denn keiner? Ich habe solch schreckliche Angst. Ich werde sterben. Was war das? Habt ihr das auch gehört? Ich muss hier weg. Was ist das? Ein Dämon. Nochmal einer. Schnell rein hier. Er hat immer 2 Teenager mit in den Keller genommen. Einen hat er immer mit dem Gesicht zur Wand gestellt, damit dieser nicht sehen konnte, wie er mit dem anderen Mau Mau spielte und ihn danach umgebracht hat. Danach hat er den anderen umgebracht. Oh mein Gott, er hatte recht. Meine Fresse, kann man hier nicht mal in Ruhe pissen? Sie müssen hier raus. Hier ist irgendwo ein Psychopath. Ah,
Stopp, hör sofort auf. Was? Wieso sollte ich? Du hast meinen Sohn getötet. Ganz recht. Und wenn du nicht aufhörst, dann werde ich Mr. Mikroman auch noch töten. Was? Was habe ich damit zu tun? Bitte verschone mich, ich bin doch gerade erst Vater geworden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kannst du nicht machen. Er hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Das ist eine Sache zwischen uns beiden. Bitte lass ihn aus dem Spiel. Ich werde es aber tun, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Nein. Es ist Sparta! Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Endlich ist es vorbei. Jetzt kann ich endlich campen gehen. Halt, stopp. Pass auf, wo du hintrittst. Ich glaube, ich bin auf ein Insekt getreten.